Was macht im Alpinismus einen Helden aus? Und was eine Tragödie? Braucht das eine das andere, um überhaupt existieren zu können? Eine Geschichte im Alpinismus der Alpen zeigt, es gibt Tragödien, bei denen man meinen könnte, dass die Schattenseiten des Bergsteigens einfach zu groß sind. Heute in Berge im Porträt eines der größten Dramen der Alpen. Die Tragödie vom Freney-Pfeiler am Mont Blanc. Ein Alpinist, der diese Geschichte in den Details kennt, wird mit anderen Augen im Hochgebirge unterwegs sein. Denn sie zeigt, wie gefährlich und wie unglaublich unglücklich die Berge sein können, obwohl man selbst bis zum Zeitpunkt der Tragödie alles richtig gemacht hat. Doch klären wir erstmal die Umstände. Wir gehen zurück in das Jahr 1961. Der Alpinismus in den Westalpen ist voll im Gange und die Erstbesteigungen aller berühmten Berge liegen schon lange zurück. Die Engländer haben sich nach und nach immer weiter aus dem Spiel um die Westalpen zurückgezogen, denn vor allem die Erstbesteigungen waren es, die sie interessiert haben. Nun war Platz für die Locals, die italienischen, die französischen und die Schweizer Bergsteiger. Am Mont Blanc, genauer gesagt an der Südflanke des Mont Blancs, gibt es die Freney-Flanke. In dieser Freney-Flanke stehen der linke Freney-Pfeiler, auch Halenpfeiler nach einem der Erstbegeher benannt, der rechte Freney-Pfeiler nach dem Erstbegeher Giusto Gervasutti, auch Gervasutti-Pfeiler genannt, und der Zentralpfeiler, der bis zum Sommer 1961 schlichtweg der Zentralpfeiler ist. Denn eine erste Besteigung gab es bis dato nicht. 1959 und 60 gab es Versuche, den Zentralpfeiler zu durchsteigen. Gelungen ist es aber keinem Team, weder den Franzosen noch den Italienern. 1961 dann kam es zu einem erneuten Versuch. Unter ihnen waren Alpinisten, die die Welt im Blick hatte. Ausnahmslos die stärksten Kletterer der Westalpen haben sich hier gefunden. Walter Bonatti, der bereits am K2 1954 dabei war, den Südwestpfeiler am Petit Trou erst beging und viele weitere historische Momente in der Alpingeschichte verantwortete, war er der ideale Ansprechpartner für Roberto Gallieni und Andrea Oggioni. Die drei befreundeten Italiener versammelten sich in dem Biwaklager Col della Fourche. In dieser Biwakschachtel trafen sich am 10. Juli vier Alpinisten, Pierre Massou, Pierre Coleman, Robert Julien und Antoine Viel aus Frankreich. Insgesamt sieben starke Alpinisten standen nun, keineswegs verfeindet, vor der großen Herausforderung, den Zentralpfeiler erstmals zu durchsteigen. Sie taten sich also zusammen, um die Chance auf Erfolg zu erhöhen. Rund 800 Klettermeter galt es insgesamt zu überwinden. Doch welche Schwierigkeiten, Umstände oder wie viele Meter eigentlich genau vor ihnen liegen, das konnten sie natürlich nicht wissen. Doch sie waren trotz der Gruppengröße äußerst schnell. Noch am 10. Juli erreichten sie über den Brenva-Gletscher und den Col de Perteret den Einstieg. Dort gelang ihnen ein Drittel der Klettermeter am Pfeiler und letztlich auch ein erstes Biwak. Am Tag danach erreichten sie am Nachmittag den letzten großen Pfeilerkopf als Hindernis zum Gipfel. 80 Meter hoch und äußerst steil stehen sie nun vor der letzten Hürde. Diese sollte am Tag darauf inklusive des Abstiegs am nächsten Tag gelingen. Doch an diesem Punkt waren die Würfel schon gefallen. Die Bergsteiger ahnten davon jedoch noch nichts. Eine große Schlechtwetterfront bricht herein, für die Bergsteiger aber nicht erkennbar. Beim ersten Anzeichen warnte Bonatti den voraussteigenden Massou. Dieser nahm die Warnungen ernst und seilte rasch wieder ab. Doch das Unglück war nicht mehr zu vermeiden. Sie waren dem Wetter ausgeliefert. Massou erreicht Coleman am letzten Standplatz, als dieser plötzlich von einem Blitz getroffen wird. Coleman geht ohnmächtig zu Boden und wird von Massou notdürftig versorgt. Die Situation gerät außer Kontrolle. Das Gewitter zog jedoch nicht weiter und Schneefall kam plötzlich auch noch dazu. Am nächsten Morgen, nach einer Nacht im Freien, waren die Bedingungen wieder besser. Doch die Bergsteiger ausgekühlt und das Equipment eingefroren. 80 Meter unter dem Gipfelaufbau schien für sie der Rückzug die schlechtere Option. Der Gipfel war naheliegender. Doch aufgrund der vereisten Seile war aber kein Fortkommen möglich. Die nächste Nacht folgte, wieder zogen Gewitter auf, wieder kam es zu Blitzeinschlägen im Pfeiler. Das Unwetter zog weiter und die Morgenstunden gaben Grund zur Hoffnung. Jetzt endlich den Aufstieg schaffen, war die Devise. Das war bereits der dritte Tag ohne einen Zufluchtsort abseits ihres Zelts. Und wieder war das Glück nicht mit ihnen. Denn bereits in den Vormittagsstunden kam das nächste Gewitter. Sie kamen weder vor noch zurück. Die ständigen Gefahren von oben zwangen sie zu einem erneuten Biwak. Der Zentralpfeiler entwickelte sich aus einer Unternehmung mit guten Bedingungen und einem schnellen Vorankommen zur eisigen Hölle auf Erden.
Am bereits vierten Tag probierte Massou das letzte Pfeilerstück zu bezwingen, um so schnell wie möglich die anderen nachholen zu können. Der nun vereiste Pfeiler und die vereiste Ausrüstung ließen jedoch keine Erfolge in der Wand zu. Es war klar, auch wenn es nur 80 Meter sind, die nun zum ersehnten Aufstieg fehlten, der lange Abstieg ist die einzige Chance, sich aus dieser Wand zu retten. Und wieder, es beginnt zu schneien. Bonatti seilte als erster ab. Oggioni machte den Schluss. Am Weg ließen sie alles zurück, was für ihre lebenswichtige Selbstrettung nicht vonnöten war. Ein Seil ging ihnen ebenfalls verloren, weil es sich nicht mehr abziehen ließ. Coleman litt derweil an Erfrierungen, an den Fingern. Das Abklettern fiel dadurch immer schwerer. Doch alle aus den zwei Gruppen der Italiener und Franzosen erreichten letztlich den Col de Peteret für ein weiteres Biwak. Die sieben Bergsteiger seilten sich am nächsten Tag zusammen an und wollten über den Gletscher absteigen. Bonatti ging voran, spurte im tiefen Neuschnee und richtete die Abseilstände ein. An dieser Stelle war jedoch für Antoine Viel Schluss. Aufgrund seiner Erschöpfung konnte er nicht mehr weiter. Er musste an einem Haken gesichert letztlich zurückbleiben und verstarb an Ort und Stelle. Rettungskräfte waren zeitgleich auf der Suche nach den Gruppen. Jedoch fanden sie nie zueinander, da sie sich auf unterschiedlichen Gletschern befanden. Am Col de l'Illuminata stieg Bonatti technisch auf und holte Coleman und Gallieni nach. Robert Guillaume starb am Einstieg durch einen Sturz in eine Spalte. Massou und Oggioni versuchten an den Seilen aufzusteigen, doch Oggioni starb an einem Sicherungshaken, vermutlich an Erschöpfung. Bonatti, Coleman, Gallieni und Massou. Vier Personen am Leben. Doch Massou stürzte ins Seil und war bewusstlos. Bonatti und Gallieni beschlossen, mit Coleman weiter abzusteigen, um Hilfe zu holen. Doch Coleman, der Mann mit den Erfrierungen und den Blitzeinschlägen, verlor langsam den Verstand. Er weigerte sich, weiterzugehen und hatte Panik. Bonatti und Gallieni sehen sich nun in einer kritischen Situation, denn abzuwarten könnte den Tod aller Beteiligten bedeuten. Sie mussten Coleman zurücklassen, um Hilfe zu holen. Die Rettungskräfte an der Gamba-Hütte konnten Coleman letztlich nur durch Tod auffinden. Massou hatte seinen Sturz tatsächlich überlebt und konnte gerettet werden. Walter Bonatti, Roberto Gallieni und Pierre Massou überlebten nach vier Tagen. Ein Drama, das in keinem Moment der Tour absehbar war. Innerhalb eines kühnen alpinistischen Projekts galt es plötzlich nicht mehr, die schwierigen Fragen des Aufstiegs zu beantworten, sondern die Fragen, wie viele Menschenleben am Ende noch gerettet werden können. Die Frenet-Tragödie ist kein Märchen und ist auch kein Hollywood-Film, denn sie ist zehnmal tragischer, als es Hollywood je darstellen könnte. Die Tragödie wurde letztlich von Lothar Brandtler als Regisseur verfilmt. Andreas Schlick, den man aus dem Manaslu-Video kennt, sollte Walter Bonatti spielen. Schlick ist jedoch am Manaslu verschwunden. Auch die Darsteller Milan Dubleck und Walter Grimm starben während der Dreharbeiten. Die Tragödie um den Zentralpfeiler der Frenet-Flanke, sie begann so harmlos und unschuldig und wurde zum Fluch für so viele Bergsteiger. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann bitte bewertet es gerne. Schreibt auch gern was dazu in die Kommentare, das hilft mir natürlich immer sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf und bergheil!